seelenumspannend wird. Hallo Freunde, ich bin stolz darauf, dass ich hier heute vor euch stehen kann. Vielen Dank an den Generalsekretär Jan Zwerg für den Vorschlag. Meine Damen und Herren, ich hatte eigentlich eine wunderbare Rede vorbereitet für euch. Die habe ich mal auf ein Hotelzimmer gelassen, weil es geht einfach zu viel gerade um, was mich persönlich auch euch interessiert, sodass ich einfach mal so ein, zwei aktuelle Dinge aufziehen möchte. Und da geht es mir unter anderem um den Prozess vom OVG in Münster, den wir gerade erleben durften, meine Damen und Herren, der nichts anderes zum Ziel hat, um uns hier zu vernichten, meine Damen und Herren. Und wir werden kämpfen. Und es war auch erst der Anfang, meine Damen und Herren. Es geht da um Meinungsfreiheit, es geht um Demokratie. In Wirklichkeit geht es aber um Geld, Macht und Politik, meine Damen und Herren. Das Ziel soll sein, ein Verbot unserer Partei, bevor Mehrheiten entstehen könnten, die uns in die Lage versetzen, Gesetze zu erlassen oder zu ändern, meine Damen und Herren. Und deswegen, der Kampf geht jetzt erst richtig los. Meine lieben Freunde, ich sitze seit 10 Jahren für euch im Landtag. Bin dort im Innenausschuss, der sicherheitspolitische Sprecher für euch, in der sogenannten PKK, die letztendlich für den Verfassungsschutz in Sachsen zuständig ist. Und das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, das dürft ihr mir glauben. Und wenn ich dann unseren Innenminister immer wieder auch im Innenausschuss und in der PKK erleben darf, der dort so lustige Reden hält, vor jeden Menge Leuten, die bei ihm vorbeiziehen mit Antifa-Fahnen und er dann raushaut, das sind 10.000, nein, das sind 100.000 Verfassungsschützer. Nein, Herr Innenminister, das sind Sie eben nicht. Und ein Innenminister, der die Antifa als Verfassungsschützer bezeichnet, den brauchen wir nicht, den braucht niemand, den braucht Sachsen nicht, meine Damen und Herren. Weiterhin bin ich für euch aktiv in der G10-Kommission und im Untersuchungsausschuss, kurz vor Listenkürzung. Ich habe im Landtag weit über 600 kleine Anfragen gestellt und habe die Staatsregierung damit das eine oder andere Mal um schlaflose Nächte gebracht oder beziehungsweise um ihre Nachtruhe gebracht. Meine Damen und Herren, ich bin gewählter Direktkandidat im Wahlkreis 36. Beim letzten Mal habe ich dort mit 36,2% abgeschlossen. Für dieses Mal mein Ziel sind 40%. Ich werde dort von meinem Kreisvorstand, von unseren Mitgliedern deutlich unterstützt, was mich besonders freut. Ich betreibe dort 2 Bürgerbüros. Ich bin sehr aktiv auch in der Kommunalpolitik, unterstütze unsere Stadträte, Kreisräte und Ortschaftsräte und setze mich unter anderem für die Thematik Streichung der Kita-Gebühren, Straßenbau statt Löcherflicken, Flüchtlingsaufnahme und deren finanzielle Konsequenzen auf unsere Kommunen, meine Damen und Herren, die stehen alle kurz vor der Pleite. Und sicherlich ist das nicht nur ein Thema Flüchtlingsaufnahme, sondern auch hohe Energiepreise etc. etc. Dafür kämpfen wir, dass die Pflichtaufgaben der Kommunen weiter stattfinden. Und diese ganzen Vereine, die mitfinanziert werden, auch auf der kommunalen Ebene, auf der Landtagsebene, auf der Bundesebene, die können zumachen. Die brauchen wir nicht, meine Damen und Herren. Mein Name ist Carsten Hütter. Ich bin nicht nur Handwerksmeister, ich bin auch Bundesschatzmeister. 5 Kinder, 4 Enkel, knapp 60 Jahre alt. Ja, ihr seht, als ich angefangen bin mit der AfD, war das braun, jetzt ist das grau. Das hat auch seine Gründe. Ich bin verheiratet, es lohnt sich vielleicht zu erwähnen, mit einer Frau. Das wird auch immer so bleiben, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich, gebt mir eure Stimme. Dankeschön.